Einzige, was ich noch vermisse, ist halt der eine Ghostwriter. Den hätte ich auf jeden Fall gern noch gefunden. Dann hätte man in dem Level nämlich alle. So, dann haben wir die Insel hier auch komplett fertig. Ja. So, das hinter uns haben wir fertig. Das haben wir gemacht. Stadtinsel, da hinten ist das Hole im Mond. Ah, ne, ist nicht die Stadtinsel, das ist die Insel, auf die wir eigentlich drauf sind. Was haben wir gemacht? Das dahinter haben wir klar auch gemacht. Da hinten müssen wir noch ein paar Federn holen. Der Turm. Ach ne, der Turm ist ja die Stadtinsel. Die Ballons da hinten, die müssen wir uns noch holen. Ja. Das sind wir eigentlich bald fertig. Oh, keine Sterne mehr. Na, hältst du immer noch den Mund offen, oder? Hast du inzwischen kapiert, wie das mit der Zunge funktioniert? Boah, ist mir warm, ey. Ekelhaft. Ja, komm. Lass mich in Ruhe. Und hau deine Freunde um. Das ist in Ordnung. So, wo sind denn die anderen Ballons? Da sind Ballons. Die holen wir uns jetzt mal. Dann haben wir nämlich den Pidgey auch gleich. Ich bin mir nicht sicher, ob das so gewollt ist, aber wir machen das einfach so. Hallo. Hihi. Und tschüss. Yeah, ich bin das dritte Pidgey-Stück. Eins fehlt noch. Ja, das ist da auch hier irgendwo. Das war der ja ganz in der Nähe. Das ist ein Piratenschiff? Wo ist denn das andere? Da hinten. Auf der Insel. Na gut, dann holen wir uns das schnell. Dann haben wir das auch erledigt. So doof, das hätte man natürlich machen können, als wir hier waren. So, wo ist es denn? Irgendwo hier über uns muss es sein. Hui! Ich hab's gerade gesehen, glaube ich. Hallo? Das war so nicht gewollt. Und bam! Wow, er ist bald auf den Kopf gefallen. So, hallo, 3 von 3. Du hast alle meine Teile gefunden. Bring sie zu mir zurück. Juhu. So, dann machen wir schnell. was denn da hinten? Nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Hey, hallo. Oh, du hast alle meine Teile gefunden. Endlich bin ich wieder ganz. Dann sammeln wir dich jetzt mal ein. Juhu. Tschüssi. Wir fliegen jetzt einfach mal rüber. Wir sind zu faul zum Laufen. So, zack. Ja, guck mal, was hier oben gibt. Ein paar besiegte Gegner jetzt, oder? Jetzt das Piratenschiff. Hallo. Ist da jemand zu Hause? Kapitänskajüte. Hallo? Ah, wer ist da? Die Regeln sind eindeutig. Man muss sich vorstellen, wenn man die Kapitänskajüte betritt.
Warum machst du nicht einfach das Licht an? Das Licht? Beim Klabautermann! Wisse, dass der Kapitän das irrationale Angst vor Schatten hat. Oh Gott, jetzt stell dich endlich vor, lausiger Eindringling. Ich bin dein zweiter Mat, Billy. Ah ja, Billy, ich hab dich gar nicht erkannt mit dieser seltsamen Echsenstimme. Du bist ein wenig früh dran, Billy. Die Kapitänsmassage ist erst in einer Stunde. Bis dahin geh mir aus den Augen. Nein, ich wollte mit dir reden. Ah, bist du, Billy? Hockst du noch immer im Dunkeln rum? Mach mal ein Fenster auf. Bist du verrückt? Das wirft ja alle möglichen Schatten. Warten wir, bis es Nacht ist. Dann setzen wir die Segel. Alter. Er hat Angst vor Schatten. Und mal festhalten, ne? Ja, da sind seine Kollegen. Da ist eine Feder. Ich glaube, damit müssen wir zu ihm hoch, dann hat er ja Angst. Hallo. Huhu. Also, ich kann mir ja mit der Zunge einsammeln. Hey, hallo. Bist du das, Billy? Hockst du noch immer im Dunkeln? Bist du verrückt? Das macht ja alle wie Schatten. Was wollen wir mit dem machen? Ich weiß. Ich hab's gesehen. Danke. Da hängt eine Lampe vor ihm. Die werden wir mal ganz dezent anzünden. Das ist der größte Schatten, den ich je gesehen habe. Schnell, Billy, halte hiermit das Licht draußen. Und du bist einer von Kapital B's Schaden, ne? Das ist schon klar. Du hast hier gar nichts verloren, mein Freund. Alter. Angst vor Schatten. Okay. Ja. Aber da war eh nichts. Da ist eine Feder. So, ich hatte mir zwar ein bisschen mehr erhofft vom Piratenschiff, aber nicht so schlimm. Ach, guck mal. Guck ab jetzt. Uns fehlt noch ein Ghostwriter. Überleg die ganze Zeit. Uns fehlt ja auch noch der Dungeon-Schlüssel. Ach, komm schon. Nö. Das ist doch mutig. Verdammt. Wo kriegen wir denn den Dungeon-Schlüssel her? Ah, geh weg. Den Dungeon. Was bimmelt hier die ganze Zeit, Mensch? Verdammt, wo kriegen wir denn den blöden Dungeon-Schlüssel her? Irgendjemanden sollen wir in den Bauch stoßen. Welche Insel war denn das? Die da.
Mach doch. Nein, nein. Wir fragen ihn nochmal. Er wird uns die Antwort nochmal geben. Aber wo ist der rote Ghost weiter? Hallo? Wo ist der rote Ghost weiter? Ich würde den roten jetzt gerne echt noch sammeln, bevor wir zum Kapital B gehen. Bekommt ja einen oder Schlüssel. Scuffsalat konzentriert sich normalerweise darauf, Dinge zu schlucken, wenn ihr ihn das in seinem Bauch habt, lässt er sich Schlüssel fallen. Wer? Bekommt ihr an einen der Schlüssel? Scuffsalat. Ich google mal kurz. Scuffsalat. Okay, wer ist ein Scuffsalat? Scuffsalat. Scuffsalat scheint eins der Schweine zu sein. Da wäre ich ja nie drauf gekommen. Moment. Wir probieren das aus. Stimmt, die haben ja alle Schlüssel, ne? Nummer, was macht denn der? Ach so! Haha, hab ich gar nicht mitgekriegt. Ei, da. Mein Schlüssel hin. Oh mein. Na? Ei, da. Und da muss. Wo ist denn mein Schlüssel hin? Ja, das kann ich ja nicht sagen. Oh Mann, da hätte man ja vorher mal drauf kommen können. Aber gut, wir haben nicht durch die Scheiben geguckt, weil wir haben das Fleisch kaputt gemacht, ne? Ja. Ansonsten hätten wir gesehen, was der ganze Zeit für eine blöde Wolke da macht. Na gut, da hätten wir das doch schon gelöst, ja. Ah, so kommt ja an einen der Schlüssel. Scuffsalat konzentriert sich normalerweise darauf, Dinge zu stucken, wenn wir ihn dann brauchen, lässt er sich sicher und Schlüssel fallen. Aber brauchen wir alle Schlüssel? Ja. Ich habe eine Anzahl der Schlüssel. Das heißt noch mit. Ja, aber wir haben doch seinen Schlüssel. Er hat keinen mehr. Und er hier? Kampfmann, habt ihr hier irgendwo ein Schatzgewölbe gesehen? Meine Suche war bisher ermüdend. Mampf, wenn ihr das Schatzgewölbe findet, teile ich das Gold 70-30 mit euch. Ja, und wie kriegen wir von ihnen den Schlüssel? Hä? Und er hat auch keinen in der Hand. Grüße ist es auf dieser Insel ein großer Schatz versteckt. Wenn ihr herausfindet, wo das Gewerbe ist, teile ich es. Ja, ich weiß, wo das ist, aber. Die, ihre Schlüssel vielleicht versteckt? In der Pflanze war er sogar schon. Wir haben doch jetzt einen Schlüssel. Gehen noch mal zu ihr hoch. Mal gucken, was Mrs. Pig sagt.
Oh, hallo, ihr sucht auch nach dem Schatzgehör, wenn ihr Informationen bezüglich des Standesabteils bei 50-50. Die scheinen alle Schlüssel zu haben, aber er ist der Einzige, der seinen Schlüssel gezeigt hat. Und er hat jetzt keinen mehr. Ne? Ja, Mann, ich will ja gar nicht fliegen. Okay, wir reden doch mal mit Shovel Knight, ansonsten gehen wir erstmal raus aus der Welt. Beziehungsweise gucke ich mich nochmal ganz fix um, ob wir was vergessen haben. Ansonsten gehen wir mal Kapital B besuchen. Da kommt ja an einen der Schlüssel. Das Kristall konzentriert sich normalerweise darauf, Dinge zu schlucken. Wie heißt der? Der heißt Shovel Knight. Ich muss ja mal gucken, was ist denn her? Also, nochmal kurz gucken. Los, Goffsalat. Das ist das Schwein. Okay, das ist das Schwein, dem wir den Schlüssel weggenommen haben. Aber hat er in jeder Welt einen Schlüssel, oder? Page Locations, Expanded Galaxy Locations, Moment. Schau mal ganz fix rein. Ja, guck mal, die doch rammen einfach. Was macht der hier?
So, meine Freunde, jetzt sind wir auch schon wieder. Nach einer ganz kurzen Sekunde googeln, habe ich jetzt was erfahren. Und zwar, die haben alle einen Schlüssel. Die haben alle einen Schlüssel, wie schon gedacht. Ich habe jetzt nur praktisch aus Versehen zu weit gelesen und weiß, wie ich einen kriege. Ach, ab. Und zwar den von ihr. Ich den kriege, das weiß ich, und die anderen müssen wir mal schauen. Beziehungsweise dann bloß mal einer. Die gibt immer mit. Hä? Hä? Oh, hallo, ihr sucht auch nach dem Schatz, wenn ihr Informationen mit. Hä? Ja, aber so. Hä? So stand's auch da. Ja, wir probieren das nochmal. Und los geht's. Hä? War mir sicher, dass ich das so verstanden habe. Wo ist der Schlüssel? Hä? Müssen wir ihn vielleicht das machen? Wir probieren es einfach. Oh, nicht gesprungen. Alter. Nächstes Schmetterling. Und probieren wir das mal. Und zwar, zack, zack. Und gerade rüber. Und noch bloß die drei, glaube ich. Nee. Irgendwie sollen wir auch stoßen. Hey, kommt das Geräusch immer? Hä? Ich verstehe es nicht. Dann probieren wir mal die Kanone kurz aus. Hey. Ja, na gut, ansonsten lasse ich das jetzt erstmal. Wir haben ja genug Pitches. Dann würde ich nur noch zu Kartos gehen. Und danach kam Teil B. Mann! Unser Zufall ist auf dieser. Ja, ja, die Konzentration. Ich verstehe es nicht. Und dann sie nochmal mit den Kanonen. Aber bei ihr kam ein Geräusch, das eigentlich funktioniert hätte. Und los. Na, hallo. Ein Schlüssel ist weg. Kann man die Schlüssel jetzt vielleicht schon? Kann er nicht wahr sein? Sie kommt ja an. Ja, ja. Na gut, dann machen wir das erstmal an der Stelle. Probieren wir später nochmal aus. So. Wo haben wir denn eine gute Aussicht? Eigentlich hier oben gleich. Und ab nach oben. Jui. So, also das haben wir gemacht. Da waren wir drin, das haben wir auch gemacht. Da waren wir. Dort dahinter waren wir, da ist aber noch Kartos. Oder war Kartos auf der Insel mit dem Roboter? Das weiß ich nicht, müssen wir mal kontrollieren. Hier unten waren wir. Da hinten waren wir, da fehlen noch die Federn, die hole ich mir jetzt gleich. Und dann Kartos. Mit da, das hat ja anfangen sollt, genau. Mit dem Mond. Ja. Und dann war es das eigentlich gleich.
Federn holen, Carters, was ungefähr 5 Stunden dauern wird. Wie ich leider befürchte. Hallo. Dann kann ich doch von hier gleich rüberfliegen, oder? So einfacher. Weil wir müssen jetzt ja eben mal ringsrum. Aber wenn es geht, nicht gleich runterfallen. Und die hat gerade was gepfiffen. Oh, laut. Moment, das hier. Welcher fehlt uns noch? Das müsste der Rote sein. Und der Rote ist der, der kämpft. Die Frage ist nur, warum pfeift hier? Brauchen wir das Schiff vielleicht nochmal? Das sind auch 3 einzelne Federn. Wenn er noch Feder dort ringsrum. Also wir brauchen bestimmt nochmal das Schiff. Weil wir hören ja auch die ganze Zeit hier noch ein Geheimnis. Wow, schon wieder ein bisschen laut. Ja, so war das nicht geplant. Kommen aber ohne Schiff jetzt auch nicht hier rein, ne? Irgendwo dahinter. Und ich glaube noch nicht, dass wir als Schiff gegen den kämpfen können. Ja, ich höre es ja. Okay, wir gehen mal fix das Schiff holen. Weil wie hier nichts ist. Das haben wir ja schon abgelassen. So, mal schnell rüber. Zack, zack, zack. Aber die Geheimnisse finden ist schon eine ganz praktische Fähigkeit auf jeden Fall. Ich will ja zum DNA da nicht. Ich wollte jetzt hier hin, wo der Pagey ist. Und von denen hat er immer einen Schmetterling. Ganz schön wenig Leben unterwegs gerade da. Gut, dich ins Wasser. Fallen, danke. Einmal verwandeln bitte. Dankeschön.